erstaunlich, dass Automatik die Körperfeldwerte runterzählen auf 100. Dann ziehe ich schon, macht er die Wende weiter auf und hätte jetzt ein 80stel an Auslösezeit. In der Entfernung von 200 Meter ungefähr. Das haben wir schon gemacht. Das ist die Karte. Die Mikro ist die. Eine. Mit 230. Danke. Man sieht, das Bild ist wunderbar. Wenn ich jetzt, ich kann die Kamera nicht drehen, aber ich kann es in den Kopf drehen. Da darf ich halt irgendwann zu uns überschauen. Dann bin ich jetzt bei uns. Dann kann ich ein bisschen näher kommen. Dann fliege ich jetzt vorwärts, weil vorwärts ja zu uns ist. Die Kamera schaut immer vorwärts. Dann macht man ein Bild von uns. Das schaut so aus. Fliege ich ein bisschen her. Anders, das schaut sich um. Ein kleiner roter Punkt heißt, der Film läuft, ich filme jetzt. Und wenn ich jetzt wegschneide von uns, dann seht ihr, wie ruhig das Film bleibt, obwohl ich hier fliege. Ja. Wie das ausschaut. Ja, mein Herzchen, weil ich habe immer gewartet, dass Kopf der Kraft ist, endlich ein größerer Sensor ist. Mir war der zwei gute Sensor, das war einfach. Ich fand einfach nichts. Du brauchst das schon mal was, ja? Nein, ich bin ein unglaublich vorsichtiger Pilot. Ich sitze drin, weil ich wahrscheinlich mal Drehschwerer bin. Und da kommst du dann, sitzt in so einem Landbach und dann ist halt fahrt der Wind irgendwo rein. Da kannst du auch links führen oder rechts mit der rechten Taste. Wenn es da auf Pause wäre, dann darf ich selber anhalten. Ich hab's noch nie probiert. Er müsste in der Theorie wieder anhalten. In der Theorie müssen wir in die Motorruhe eingestellt haben. Und jetzt hat der Kunde guckt ja ausschalten und trotzdem filmen. Das ist einfach ja. Die Minister der Lage. Danke für den Zeitraum. Jetzt noch da die nach vorne. Ja. Ich kann mit Wanke mit Holz fallen. Ich kann auch mit Ordnung. So, eine Beste. Es ist natürlich sehr unglaublich. Du musst mir die Hilfe schreiben. Das ist der Wahnsinn.